Vice! You dumbass! Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace! How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord! Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! So, das war das Intro zu Nier und damit begrüße ich euch zu meinem ersten Let's Play zu diesem Japano-Action-RPG, ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne mag, was ich bereits auch schon durchgespielt habe, wo ich auf meiner Xbox sozusagen die Platin geholt habe, beziehungsweise den 1000er Gamerscore. Es ist schon eine Weile her, seit ich das zum letzten Mal gespielt habe. Ich denke aber mal, ich bekomme den Großteil hier noch zusammen. Und ja, würde dann mal sagen, lass das Spiel beginnen und wir versuchen uns mal auf normal. Ja, da geht's schon mal los. Das habe ich jetzt irgendwie total vergessen. Ja, ich bin ja immer so ein Fan von recht abwegigen Namen. Also ich weiß nicht, wem dieses Spiel schon geläufig ist. Wir spielen einen etwas älteren Herr. Also wir haben hier einen nicht allzu jungen, knackigen Protagonist, wie man das so aus manch anderem RPG kennt. Und mir fällt jetzt gerade, entschuldigt bitte meine nicht vorhandene Kreativität, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ich beschließe jetzt, mein Nier heißt, Sehet und Staunet. Ich wette, ich bin die einzige Person auf dieser Welt, die ihn so nennt.
Aber er muss jetzt mit Karl-Heinz leben. Das ist ein sehr, sehr hübscher Name und wir werden gleich sehen, ob er ihm steht. Ich finde, es hätte ihn durchaus schlimmer treffen können. Ja. Ein sehr, sehr stimmiger Einstieg, möchte ich meinen. So, und damit beginnt das offiziell. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich doch dunkel in Erinnerung, dass er einmal am Anfang die Handgriffe erklärt werden. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. So, es gab hier, glaube ich, die Möglichkeit, sich auch anzeigen zu lassen, wie viel Energie die Monster haben. Ich weiß nicht. Ah ja, doch, hier. Genau, LP-Balken von Gegnern. Beuteanzeige können wir ruhig auch einschalten. Und, ja. So, machen wir das mal. So habe ich das damals auch gespielt. Und ich mag es mal prinzipiell lieber, wenn ich weiß, wie lange die Gegner noch brauchen, bis sie dann endgültig weg sind. So. Hear me. Are they gonna come back for me?
I won't let them hurt you, Yona. I promise. You need to eat something. Stay here. Stay hidden. I'll be right back. Yona. Yeah? Don't touch that book. Not ever. Do you hear me? Yes, Dad. Na, ob das so klug war, einem Kind zu verbieten, etwas zu tun? Das werden wir dann wohl bald sehen. So, Steuerung. Ja, also wir sehen jetzt hier Nier, der offensichtlich eine Tochter hat, die er versucht, vor diesen komischen Schatten hier zu beschützen. So, damit haben wir gleich schon seinen ersten Zauber, den wir anwenden können. So, also Nier ist gerade in der Situation, dass er offensichtlich gegen eine ziemliche Menge an Monstern seine Tochter beschützen möchte. Wir wissen momentan nur, in welchem Jahr wir uns befinden. Mir fällt gerade auf, dass da, glaube ich, die Rede von Sommer war und trotzdem liegt hier Schnee. Ja. Dann ist das so. So, und da haben wir auch den zweiten Zauber gelernt. Wobei der erste in meinen Augen gegen Gegnermassen ein bisschen effizienter ist. Und wir leveln uns hier ziemlich schnell auf. Das ist aber nur das Intro. Also wir werden jetzt nicht hier, bevor sich irgendjemand denkt, boah, wenn es so weitergeht, dann haben wir bald Level 100 erreicht. Nein, das ist nur für das Intro so und das wird dann etwas, etwas langsamer vorangehen, wenn wir dann im richtigen Spiel drin sind. Ja, außer diesem tollen Eisenrohr hat Nier momentan diesen Viechern hier nicht viel entgegenzusetzen. Es wird aber, wie man sich vielleicht schon denken kann, nicht bei diesem komischen Rohr bleiben. Wäre ja auch ein bisschen schade.
Ja, das Kampfsystem, ihr seht selber, wir haben jetzt hier echtzeitbasierende Kämpfe. Das wird auch so bleiben. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, ich hätte gerne die dunkle Hand jetzt wieder gehabt, aber offensichtlich muss ich mich jetzt auf die Zauber beschränken, die mir hier angeboten werden. Ja, es ist nicht umsonst ein Action-Rollenspiel. Das Spiel ist sehr, sehr kampflastig. Wir haben hier einen sehr geringen Anteil von Rätseln, wenn man das will. Also es ist jetzt kein Zelda-Verschnitt und aber trotzdem in meinen Augen ein sehr unterbewertetes Rollenspiel. Es hat vom Großteil der Fachpresse relativ schlechte Bewertungen bekommen, wie ich finde. Der Großteil der Zockergemeinschaft mag dieses Spiel hingegen. Also die Spieler und die Presse und diese ganzen Online-Portale, die scheinen da ziemlich auseinander zu gehen mit der Meinung zu diesem Spiel. Ich sag dazu einfach nur, überzeugt euch selbst und ja, es hat auf jeden Fall mehr Stärken, als mancher Test einen das vermuten lässt. So, jetzt lernen wir hier den dunklen Speer. Ich weiß gar nicht mehr, was der so kann oder auch nicht. Ah ja. So, aufladen kann man die Zauber auch, wie wir vorhin gelernt haben. So, das Intro ist ein bisschen lang geraten. Es dürfte aber auch nicht mehr allzu lange dauern. So, es fließt eine ganze Menge Blut. Ja, wo man eigentlich sich fragen sollte, warum Schatten bluten, aber das scheint hier nie zu funktionieren. Macht sich natürlich recht eindrucksvoll hier auf dem Schnee. So, und langsam, aber sicher müssen wir hier auch mal durch sein. Das ist dann doch ein bisschen zäh, zumal ich ja weiß, dass wir diese ganzen Erfahrungspunkte, die wir jetzt hier sammeln, nicht mitnehmen. Oh ja, jetzt. Bam! Und da ist ja unser erster, wenn man so will, Bosskampf. Die erkennen wir immer an dieser tollen langen Leiste da unten. Ich weiß gar nicht, ob die kleinen Viecher hier respawnen. Ich glaube irgendwie nicht. Aber werden wir gleich sehen. Oh, nicht gut, nicht gut. So. Nee, die scheinen einfach alle mal weg zu sein. Bin ich nicht traurig drüber. So, also jetzt explizit bei diesem Zauber ist das immer verhältnismäßig effizient, diese Geschichte aufzuladen. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich, im Laufe des Spiels immer so auf meine Lieblingszauber eingeschossen habe und mit denen dann auch fast bis zum Ende das dann durchgezogen habe. So, dann haben wir den gleichen... Oh, das war schlecht. Wir sehen auch, dass sich die Zeit ein bisschen verlangsamt. Also wenn ich in diesem Auflademodus bin, dann ist er ein bisschen langsamer, aber vielleicht bin ich jetzt gerade zu lang gewesen. Yep. So, wenn du größere Gegner bekämpfst, erscheinen häufig Schwachpunktmarkierungen an bestimmten Körperteilen. Zerstöre diese Teile innerhalb des Zeitlimits, um den Gegner zu besiegen. So, das tun wir dann gleich mal, wenn ich mich mal hier aufgerappelt kriege. So. Und das war's dann.
Und wir haben innerhalb weniger Minuten sage und schreibe 30 Levelaufstiege hinbekommen. Das kann man, glaube ich, auch nicht so von jedem Spiel behaupten. Und dann gucken wir mal, was unsere Tochter hier so treibt. Yona, talk to me. Dad, are you all right? Don't worry about me. I'm fine. That's good. Oh, look. I found this while you were gone. A cookie? Hey, that's your favorite. Here. We can split it, okay? No, you take it. Dad, no. You need to eat something. All right. Give me the small half. No. Come on, Dad. You're bigger than me. You have to eat to sur- Yona? Yona! Oh no. I dropped the cookie. I didn't mean to. You've always been the one helping me. Yona! What have you done? So I wanted to. No! Yona! Yona! We need help. We need help! Please, anyone! Help! Help us! Der Berliner Fernsehturm. So sah das zumindest aus, wie ich finde. Das kann doch kein Zufall gewesen sein. Naja. So, damit haben wir das Intro hinter uns gebracht. Dad? Hey, Dad. You want to hear about the crazy dream I had last night? See, I was in it. And you were in it too. And we were riding around on this huge pink cloud. And then... Yona, I'm sorry. I have to go. You can tell me when I get back. Oh, wait. Can you give me a book while you're out? Sure. Now stay here and rest. You can't have your cough coming back. Ja, wir sind jetzt hier im Haus von Nier bzw. von Karl-Heinz und seiner Tochter und machen jetzt hier auch den ersten Cut. Das Intro haben wir hinter uns gebracht, ein in meinen Augen sehr, sehr stimmiges Intro. Wir haben gesehen, dass das Spiel offensichtlich einen wunderschönen Soundtrack hat und das war gerade mal der Anfang. Und wir werden in der nächsten Folge dann in das Spiel eintauchen, uns mal ein bisschen umsehen und die Haupthandlung ein bisschen vorantreiben. Ich sage dann an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.